Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Die Infektionszahlen steigen wieder bedenklich an und es gilt weiterhin, vorsichtig zu bleiben, auch wenn mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Wichtig ist, jetzt müssen wir unser Land winterfest machen, damit Deutschland gut durch diesen Corona-Winter kommt. Hier hinter mir im Saal der Bundespressekonferenz, der hier hausintern Aquarium genannt wird, weil er eben hinter dem Glas ist, da war jetzt gerade Olaf Scholz. Und ich bin immer sehr, sehr neugierig, wenn ich Leute vorher nicht persönlich kannte, auf die ersten Eindrücke. Und ich habe ganz interessante Eindrücke, die ich Ihnen, euch auch vermittle. Ich mache das aber, ja, jetzt kommt wieder die Leier, nein, die kommt jetzt ganz kurz. Ich mache das auf Rumble und auf Odyssey unten anklicken. Was gibt es sonst noch Spannendes, was er heute gefragt wurde, was mich zum Beispiel überrascht hat, wusste ich gar nicht mehr, dass Oberösterreich, dass die einen Lockdown für Ungeimpfte einführen. Also das ist wirklich erstaunlich, was man hier alles erlebt heutzutage. Und Herr Scholz wurde dann auch nach der Impfpflicht gefragt, wie meistens, das ist eine Dauerfrage von dem Team Hans Jessen und Thilo Jung, die ja sehr stark für eine Impfpflicht zu sein scheinen. Auch da war seine Antwort interessant, aber das machen wir drüben auf Rumble. Danke fürs Zuschauen. Da erkläre ich auch, warum ich gestern den Videofehler hatte. Aber jetzt gehen wir rüber. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und wenn wir hier schon das Kurze machen, dann noch ein kleines Backstage. Auf der Seite ist heute ein Bericht über den Michael Ballweg. Und ich denke, da werden sich einige aufregen, weil das ein kritischer Bericht ist. Ich finde, auch in der Redaktion muss man demokratisch sein. Das ist kein Bericht von mir, das ist ein Bericht von Alexander. Und ich würde mich hüten, ihn zu zensieren. Ich denke, ich will das nicht so machen wie viele andere Redaktionen, wo dann nur noch eine Richtung drankommt. Wenn sich der Herr Ballweg da ungerecht behandelt fühlt, dann biete ich ihm auch gerne umgekehrt die Gelegenheit, dass er hier selber seinen Sichtpunkt schildert. Aber ich will nicht anfangen, wie die vielen großen Medien, dass ich nur noch eine Sichtweise schildere. Das wäre fatal. Wobei ich hier einschränken muss, ich kann natürlich als Einzelkämpfer kann ich nicht alle Sichtweiten immer zeigen. Darum sage ich auch immer, informiert euch auch bei anderen Kanälen, weil ich schaffe es nicht alle zu zeigen. Was ich meinte, das war, ich werde nicht innerhalb des Teams dann noch irgendwelche Sichtweisen hier ausblenden und sagen, das kommt mir nicht auf die Seite oder dergleichen. So viel Pluralismus muss sein. Vielen Dank, alles Gute fürs Zuschauen. Ciao.